Ich zeige dir jetzt den Hillflip. Fußstellung wie beim Molly, aber mit den Fersen vom vorderen Fuß näher bei Brettmitte positionieren. Gang in Knie und hol mit den Armen Schwung. Drück mit dem hinteren Fuß das Teil nach unten und spring ab. Zieh das Brett mit dem vorderen Fuß nach oben und stoss mit der Fußkante das Brett mit dem Kick nach außen. Wart, bis sich das Brett einst ganz gedreht hat. Beende die Drehung, indem du die Füße auf das Brett stellst. Und am Schluss in die Knie gehen, um die Landung abzufedern. Das Brett dreht sich nicht ganz 360 Grad. Ich gebe dem Brett mit den Fersen einen zu schwachen Kick nach außen, darum hat das Brett zu wenig Schwung für die ganze Drehung. Achte darauf, dass die Ferse vorstark genug zur Seite stoss ist, damit das Brett genug Schwung für eine ganze Drehung bekommt.